Man muss natürlich lageangepasst auch zum Beispiel polizeiliche Maßnahmen entsprechend organisieren. Auch mehr Polizeibeamte einstellen. Wir sind eine wachsende Stadt, dazu gehört eine wachsende Polizei. Maßnahmen polizeilicher polizeiliche Maßnahmen zur Überwachung von öffentlichen Räumen müssen gegebenenfalls auch angepasst werden und ausgeweitet werden. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit der Bundes- und Landesbehörden. Auch so etwas kann und wird intensiviert bei konkreten Lageeinschätzungen und Bedrohungen. Zum Glück haben wir das im Moment nicht. Berlin ist natürlich auch potenziell mit bei als betroffene Stadt, so wie andere große europäische Nachbarstädte auch oder jetzt auch deutsche Städte. Aber es gibt kein konkretes Szenario, wo Berlin befürchten muss, demnächst Opfer eines Anschlages zu werden. Eine Kamera verhindert ja erstmal nichts, sondern eine Kamera kann Ihnen die Aufklärungsarbeit erleichtern, kann Ihnen vielleicht auch eine Lageeinschätzung geben, aber sie verhindert ja nicht im konkreten Fall eine Straftat. Und insofern sage ich, wir müssen, wenn wir zum Beispiel besonders gefährliche Orte haben, müssen wir auch über bauliche Maßnahmen reden, wir müssen über Streetworker reden, wir müssen darüber reden, dass das subjektive Sicherheitsgefühl gestärkt wird, indem einfach es eine andere Beleuchtung gibt, keine dunklen Plätze. Und es kann auch Kameratechnik eingesetzt werden. Aber es ist nur ein Baustein von mehreren und kein Königsweg. Das ist meine Position und der Berliner SPD. Wir haben da keine Scheuklappen und wir haben keine Angst vor Videotechnik, aber man muss es einordnen. Die abstrakt hohe Gefahr gibt es ja leider schon seit längerem in Deutschland und auch in Berlin. Wenn man sich mal anschaut, wie häufig ist der Berliner Polizei und den Sicherheitskräften gelungen, es in einen Anschlag zu vereiteln, dann merkt man erst, wie häufig wir auch Glück hatten, dass in Berlin solche schrecklichen Anschläge nicht passiert sind und wie gut die Berliner Polizei arbeitet. Man kann sich davor nicht vollständig schützen. Das gehört, glaube ich, zur Wahrheit dazu. Wenn man dies tun würde, würde unsere Freiheit und unsere Art zu leben eingeschränkt sein. Das ist ja auch das, was sich viele Extremisten wünschen. Und deswegen kann man nur immer sehr wachsam sein und gerade auch bei Großveranstaltungen besondere Sicherheitsvorkehrungen haben, wie das bei Kirchentagen oder bei der Fennmeile oder anderen großen Veranstaltungen in Berlin der Fall ist. Und man muss eben aufpassen, dass man nicht dazu kommt, dass bestimmte Großveranstaltungen dadurch gar nicht mehr stattfinden, wenn man derzeitig in München erlebt, wie die Sorge der Münchner ist, ob man überhaupt noch mal oft ans Oktoberfest gehen sollte oder nicht. Ich glaube, dass man beide Fragen auseinanderhalten muss. Ich kenne die Diskussion um No-Go-Areas. Ich habe sie selber erlebt. Und zwar im Hinblick beispielsweise auf den Wrangelkiez, der lange als eine No-Go-Area galt. Und ich mich immer gefragt habe, Moment mal, warum wollen da eigentlich alle Leute wohnen? Warum gehen da eigentlich alle feiern? Das heißt, so ein Stigma No-Go-Area halte ich erstmal für falsch, entspricht in der Regel auch nicht der Wirklichkeit. Und ich kenne persönlich auch keine Gegend in Berlin, wo man sich, wie das ein solcher Begriff nahelegt, als Normalo gar nicht mehr auf die Straße traut. In der Tat, wir haben Probleme mit organisierter Kriminalität. Und dazu zähle ich diese Clans, von denen Sie gesprochen haben. Wir haben ja das Phänomen, dass sich Frank Henkel jetzt in diesem Wahlkampf als starker Mann, als der Verteidiger von Law and Order präsentiert. Wenn man sich seine Bilanz anguckt, dann ist die ziemlich mager. Wir haben in einigen Bereichen einen Rückgang zu verzeichnen, beispielsweise im Bereich des Linksextremismus, aber auch was schwere Gewaltverbrechen angeht. Dafür gibt es Entschuldigung. Deutliche Zuwächse bei der sogenannten Alltagskriminalität, Wohnungseinbrüche, Fahrraddiebstähle, Taschendiebstahl. Das sind alles Dinge, die den Leuten zu Recht Angst machen und wo die Leute zu Recht sagen, wir müssen die Sicherheit im öffentlichen Raum stärken. Ich glaube, worüber wir als Politik diskutieren müssen, was ist eigentlich der beste Weg? Und wenn ich mir angucke, was der Innensenator in den vergangenen Jahren gemacht hat, dann war das in der Regel Symbolpolitik. Also erstmal muss man schon, glaube ich, nochmal darauf hinweisen, dass Berlin im Maßstab eine der sichersten Städte ist, die es hier gibt in Europa. Das ist schon so. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man immer noch an ein paar Stellen auch Dinge tun kann. Man kann also, und das sollten wir auch, und Herr Henkel hat es im Übrigen auch
vor 5 Jahren im Rahmen des damaligen Wahlkampfs schon angekündigt, nur passiert ist nicht allzu viel, tatsächlich mehr Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte einstellen, die Qualifikation auch entsprechend, also die gut auszubilden und gut auszustatten, damit sie in der Lage sind, ihren Beruf ordentlich zu machen. Das ist eigentlich das, was man am ehesten machen kann. Also die Erfahrungen der letzten Jahre und Jahrzehnte zeigen, man wird durch ein immer größeres Maß an Überwachungsstaatlichkeit letztlich trotz alledem die Wahrscheinlichkeit solcher Anschläge nicht herabsetzen. Das Einzige, was man wirklich tun kann, ist, die Leute zur Vorsicht und Besonnenheit aufzurufen, umgekehrt dafür zu sorgen, dass man sich nicht so ängstigt, dass wir das, was wir an Miteinander, an gemeinsamen Lebendigen in dieser Stadt haben, jetzt quasi prophylaktisch auch noch zurückschrauben und eben uns weniger frei bewegen oder weniger frei fühlen. Das wäre, glaube ich, aus meiner Sicht genau das Falsche. Solide Polizeiarbeit ist am Ende dann auch immer noch die beste Möglichkeit, solchen Tätern gegebenenfalls auf die Spur zu kommen. Aber eine absolute Sicherheit, die werden wir nicht organisieren können. Und da hilft dann am Ende unterm Strich nur, wie kann man soziale Ursachen von Gewalt, wie kann man soziale Ursachen von solchen Zuspitzungen, auch von Menschen, die in solche Extremsituationen geraten, wie kann man da was gegen tun? Und das ist was, was viel Zeit, was viel Kraft kostet, was man nicht wird von heute auf morgen erledigen können. Insofern, so traurig das klingt, wir werden uns in einem gewissen Maß daran gewöhnen müssen, dass solche Anschläge geschehen. Und wir müssen versuchen, besonnen und mit einem großen Maß an Vorsicht, aber eben trotzdem ohne unsere Freiheiten einzuschränken, dann eben unser Leben einfach auch weiterleben. Alles, was extremistisch ist, hat in Berlin nichts zu suchen, muss bekämpft werden. Ob das nun Linksextremisten sind, Rechtsextremisten oder Salafisten, wir müssen etwas dagegen tun. Und hier muss der Staat sein Gewaltmonopol wieder zurückholen, das er teilweise in der Rigaer Straße aufgegeben hat. Und das halte ich für eine bedenkliche Entwicklung hier in Berlin. Auch wenn Sie andere Bereiche angucken, beispielsweise Cottbuser Tor, Görlitzer Park und so weiter und so fort, ist der Staat oder ist Berlin gerade dabei, einen Teil seines Gewaltmonopols aufzugeben. Aus welchen Gründen auch immer. Und das darf einer Stadt nicht passieren. Denn Sicherheit einer Stadt fängt zuerst mit der Sicherheit der Bürger. Wir wollen eine Toleranzpolitik haben, das gilt für alle Straftäter in Deutschland, das gilt für alle Straftäter in Berlin, ob das nun Flüchtlinge, Asylbewerber, Deutsche oder andere Gruppen sind, die hier sind, das müssen wir verfolgen. Wir haben in Berlin No-Go-Areas zu bestimmten Zeiten. Und das darf einer Stadt nicht passieren. Auch wenn Herr Henkel und Herr Müller etwas anderes sagen. Ich sage, das stimmt nicht. Es wird hier viel Schönmalerei betrieben, aber der Berliner Bürger, der weiß ganz genau, dass er nicht mehr so sicher ist, wie er vor 5 Jahren war. Und wir haben Umfragen gemacht und das genau sagt der Berliner Bürger. Er fühlt sich unsicherer als vor 5 Jahren. Und wir haben nun mal ein Problem in bestimmten Bereichen. Und da müssen wir ganz deutlich sagen, wo wir eben viele ausländische Straftäter haben. Ob das nun im Bereich der Drogenkriminalität ist oder ob das im Bereich der organisierten Kriminalität ist. Wir haben 18 bis 20 arabische Großfamilien hier in Berlin, von denen viele kriminell sind. Der Innensenator in Berlin könnte zuallererst einmal anfangen, dafür zu sorgen, dass wir keine Registrierungslücken zulassen. Wir haben leider in der letzten Woche zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Berliner Bürgerämter nicht hinreichend ausgestattet sind, um Ausweisdokumente auf Echtheit zu prüfen. Wir haben ein Berliner Bürgeramt, in dem das möglich ist, in den anderen ist das nicht möglich. Das ist eine Sicherheitslücke aus meiner Sicht, die Innenverwaltung sehenden Auges hinnimmt. Und das können wir in so Zeiten, wie wir sie jetzt leider erleben müssen und wie Sie die eben nochmal beschrieben haben, nicht zulassen in Berlin. Und da müssen wir handeln, dass der Staat funktioniert und wir solche Lücken im System nicht zulassen.